So Leute, da sind wir auch schon im zweiten Kampf und ich bin da ziemlich angepisst gewesen wegen dem ersten Kampf und wir nehmen mich gleich Pain. Ja, also was heißt angepisst, aber wild entschlossen würde ich mal sagen, das war ja wirklich ein sehr schneller Pick, also kurz überlegt, sofort genommen und Badass Mode eingelegt und man sieht, ich überlege, was kann ich da nehmen, um überhaupt irgendwie entgegenzusetzen und ich weiß nicht, vielleicht war es wirklich der Mantel, der da entschieden hat, ja und ja, weil einfach, weißt du, weil es lief zwar gut am Anfang mit dem ersten Kampf. Ja. Habt ihr auch in der letzten Party gesehen. Aber es lief auch nicht so gut. Deswegen habe ich gleich gedacht, komm, jetzt musst du einen deiner Joker einsetzen. Und das war halt Pain gewesen. Ah, definitiv, definitiv. Das habe ich auch zu spüren bekommen. Und ihr wisst ja, Pain ist ja einer, der richtig krass abwehrt. Und da habe ich Glück gehabt. Der hätte mich wirklich damit treffen können. Ja. Ja. Vor allem, weil du gerade noch Mewtwo warst, weißt du? Und genau in der Sekunde, wo es Mewtwo abgebrochen wurde, hast du nur noch das Tauschschild so reinbekommen. Ja. Und wenn es Amaterasu getroffen hätte. Ja, hätte ich ziemlich viel Schaden bekommen müssen. Aber wie, guck mal, wie man wieder sieht, du hast wieder ziemlich viele. Da sind alle Tauschschütze wieder von weg, sofort. Und jetzt kann ich schön angreifen, genau. Zack. Und du was hast auch noch ziemlich fies ist, Pain ist einer, der ziemlich krasse Kombis kann. Ja, aber tatsächlich trifft auch kein einziger meiner Griffe, ne? Ja. Guck mal, das sind ja alles Griffe, was ich probiere und kein einziger trifft, um da vielleicht mal irgendwie Akzente reinzusetzen. Ja. Ah, jetzt machst du wieder Amaterasu. Ganz knapp, ich dachte eigentlich auch, dass ich getroffen habe. Ja, ne? Aber ich habe abgewehrt, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das sah ganz komisch mit dem Screen aus. Kein Tauschschütze mehr, du hast noch alle vier voll und Also hast du noch ein Item eingesetzt, dass du deine Abwehr noch ein bisschen erhöhen kannst. Aber ich glaube gleich im Konter. Ja, mit dem Angriff hoch, ja, hab ich gesehen. Sehr gut gewesen. Und ich meine, erfahrene Naruto-Spieler, die werden es schon sehen, weißt du, da kann man wirklich sehr, sehr wenig machen. Ich meine, in einem freien Spiel oder in einem Spiel gegen eine CPU, ja, eine KI, da kann man durchaus das noch umreißen, aber das sieht schon auf den ersten Blick sehr, sehr verdächtig aus. Ja. Einfach auch, wie gesagt, der Pain ist einfach zu krass überpowered. Also Pain ist einfach, der kann so gut abwehren, da kannst du hinmachen, was du willst. Ja. Und auf alle Fälle dieses übermächtige Druckding, das ist wirklich eine Attacke, das ist einfach nur krass. Na gut. Wie manche mögen es ja nicht, wenn man die deutsche Sache sagt. Shinra Tensei. Ja, okay, das ist ein vollkommen hergestellt, weißt du, das ist in dem Raum. Ja, gut, jetzt sehe ich es gerade wirklich. Du versuchst wirklich die ganze Zeit nicht zu greifen. Also, ja, ja. Kein einziger, wenn du den rangehst, ja, und vor allem du blockst die und es klappt tatsächlich auch nicht. Ja, und die Amaterasu. Mich tatsächlich auch gerade bei dem Pick einfach nichts Eingebessertes eingefallen. Ich habe echt nicht gewusst, was mache ich gegen Pain. Ich habe gedacht, nehme ich irgendwas auf Reichweite, klappt sowieso nicht, weil du es mit übermächtiger Druck konterst. Lass mir jetzt Orbito nehmen mit seiner Feuerkugel, weißt du, klappt nicht. So Leute, dann sehen wir uns dann im nächsten Kampf. Schaltet ein. Bis dahin. Ich freue mich.